sodass wir dann kommen zu 11 mündliche Fragen. Herr Müller. Ich habe 2 Anfragen fürs Protokoll. Wir hatten sie auch, aber auch schon schriftlich eingereicht. Ich benenne sie nur kurz. Einmal die Figuren am Brunnen-Mai-Platz im Hinblick auf die Ersatzmontierung sozusagen. Und dann, was wir in dem letzten Haushalt in der Investitionspauschale hatten, war der Verbindungsweg hinter dem Netto von der Rommelstraße sozusagen, die paar Meter, die sind unbefestigt und zu dieser Witterungs- und Jahreszeit sind sie dementsprechend auch aus, fast unpassierbar. Wir wollten wissen, wann mit einer Umsetzung zu rechnen ist, weil ja die Haushaltsmittel sind ja bereitgestellt. Zu den Figuren am Brunnen, das ist eine etwas kompliziertere Sache. Das sind Nachbildung der Bronzefiguren, da braucht man die Originalvorlagen und die Genehmigung, also das ist vom Urheberrecht der Ringwald-Stiftung. Und da hat man Anfang November letzten Jahres, wurde telefonisch schriftlich da bei der Stiftungsgesellschaft angefragt und man hat keine Antwort bekommen. Wir werden es weiter nachfragen. Und der Herr Wintermeyer kümmert sich, er fragt nach. Die Wiederbeschaffung, das sind aber Kosten in fünfstelliger Höhe. Das ist teuer, aber ist schwierig. Zu den Maßnahmen des Verbindungsweges teilt die Verwaltung mit. Der Verbindungsweg von der Rommelstraße zu den Kleingärten entlang des Nettoparkplatzes ist ein gut begehbarer und befahrbarer Asphaltweg. Der Wegebelag in den Kleingärten besteht aus ökologischen Gründen aus einer nicht versiegelnden Schottertragschicht mit wassergebundener Decke, die gut zu Fuß und mit Fahrrad zu befahren ist. So sieht es die Verwaltung zumindest wohl vom Schreibtisch aus. Wir werden nachhaken. Frau Metzger, Frau Dr. Metzger. Vielen Dank an die Organisatoren von Durlacher Leben und der Freiwilligen Feuerwehr für den Martinsmarkt im Keller des Rathauses und für den Martinsumzug. Diese Events bringen viele Menschen nach Durlach und beleben Gastronomie und Geschäfte. Leider wurde der Martinsumzug in diesem Jahr nicht von den Bläsern des Musikforums begleitet. Gibt es dafür einen Grund? Kann man im nächsten Jahr das Leuchtturmprojekt Martinsumzug in Durlach vielleicht unterstützen? Das werden wir nachfragen, was der Grund ist, aber letztendlich ist es eine Sache der Organisatoren zusammen mit dem Musikforum, ob jemand will, zu welchen Konditionen und zu welchem Preis. Aber wir werden es nochmal ins Detail unterstützen, finanzieller Art haben wir keine Budgets, also und auch personell und sonstige Unterstützung leisten wir, was notwendig ist. Gut, natürlich ist aber eins, muss man natürlich auch sagen, ich gebe Ihnen völlig recht, diese Veranstaltung ist ein dermaßen tolles Format. Das ist also, da geht einem das Herz auf. Und er war ja schon mal sozusagen gescheitert. Und das war unser Zutun. Wir haben alle wieder zusammengebracht und wir werden immer alles versuchen, dass dies stattfindet. Ich muss aber ein Riesendankeschön sagen an die Freiwillige Feuerwehr, an das Kinder- und Jugendhaus, die Nadine Mössinger und auch an Durlacher Leben, die da im Zusammenwirken das geschafft haben. Oder auch die Ehrenamtlichen, die den Martins Mike da unten gemacht haben. Und es ist auch richtig, dass es gerade für den Handel und die Gastronomie hier natürlich die beste Werbung ist. Aber dafür ist halt Durlach Erleben auch eine Art Gewerbeverein. Und dann sollten vielleicht auch mal die Händler und Gastronomen so eine Veranstaltung unterstützen. Das kann nicht immer nur Aufgabe der öffentlichen Hand sein. Aber wir werden immer gucken, dass das stattfindet irgendwie. Ja. Herr Dr. Rausch. Anderes Thema, Verkehrsthema. Seit mehreren Monaten ist am Gleis 2 des Durlacher Bahnhofs die Anzeigentafel ausgefallen.
Die Profis stehen am Treppenabsatz und sehen dem Zug an, auf welchem Gleis er einfährt. Aber es führt natürlich zu Irritationen. In der Vergangenheit hat das Stadtamt immer wieder erreicht, dass solche Dinge in Ordnung gebracht werden. Und deswegen meine Frage, ob das auch diesmal funktioniert. Wir werden uns an die Bahn wenden, selbstverständlich. Gut, dann habe ich keine weiteren Wortmeldungen mehr. Dann darf ich allen, auch den Besuchern, Vertreter der Presse, noch einen schönen Abend wünschen.